Hallo Freunde der tiefgekühlten Gelbsucht, mein Name ist Mario und ich freue mich, dass ihr wieder bei mir seid, während ich versuche, hier in meinem Springfield mich durch das Schneechaos zu beißen. Oh, süßes kleines Fischchen will gestreichelt werden. Kleiner, geh da nicht so nah ran, das ist ein... Zitteraal, hä? Zitteraal. Im Ernst, fass ihn nicht an, das Ding könnte dich umbringen, weißt du? Kleines Fischlein lässt mich glitzern. Mehr, mehr glitzern. Und er hat es schon wieder getan. Ich habe das Ziel erfüllt. Das Ziel in uns Teil 2. Ich brauche ein Geschenk für Homie. Was nimmt man für den Mann, der schon alles gegessen und getrunken hat und danach in Ohnmacht gefallen ist? Ich weiß sicher, dass er nicht wählerig ist. Aber ich möchte ihm etwas Besonderes schenken. Etwas, das männlich und sexy ist. Wir wissen genau, wo du so etwas für den modernen, übergewichtigen Fettsack einkaufen kannst. Ich habe keine Ahnung, wie ich Frauenstimmen machen soll, verdammter Axt, Mensch. Lass March, oh, dafür muss ich errichte Eberklub. Na komm schon, neue Herausforderung ist verfügbar. Ich fühle mich herausgefordert. Wer fordert mich heraus? Womit? Ein Schneeengel. Hier. Ich habe die zweite Herausforderung erfüllt. Oder einen Schneeengel bekommen, den ich schon habe. Ich glaube, ich habe sogar schon 2 oder 3 Stück. Und deswegen kloppen wir dich jetzt einfach dahin. So. Ende der Vorstellung. Na gut, noch nicht ganz. Ein herrlicher Gipfel. Er ist noch majestätischer, als ich es mir vorgestellt hatte. Sir, dieses Trinkwasser, das Sie mitgebracht haben, hat mich etwas benebelt. Trinkwasser? Für was für ein dritte Weltbauern halten Sie mich? Das ist 100% reiner russischer Wodka, von Putin selbst destilliert. Aber ich habe fast die ganze Flasche getrunken. Sie Trottel, wie konnten Sie das nicht bemerken, dass es Wodka war? Sie wollten, dass ich mir etwas in die Nase stecke, damit ich nicht die Luft des Reichtums rieche. Nun, ich kann nicht zulassen, dass Sie mich betrunken vor meinem Berg blamieren. Gehen Sie weg. Und lassen Sie die Flasche hier. Lass mal die ganze Zeit auf dem Gipfel des Berges feiern. Monty Geldsack. Auf dem Gipfel des Berges feiern. 4 Stunden lang. Und lass mir das ein widerliches, betrunkenes Wrack werden. 12 Stunden lang. Riesenschneekugel, Riesenschneekugel, tritt näher und sieh dir diese große, fantastische, unglaubliche Riesenschneekugel an. Vertraue dem alten Gil, ich verkaufe sie nicht zu teuer, so wie den vielen Quatsch, den ich dir in der Vergangenheit zu teuer verkauft habe. Sie ist fantastisch, solange du nicht klaustrophobisch bist, Höhenangst hast wie ich und einen Hinterhof, der so groß ist wie die Gärten von Versailles. Hier steht, dass die Basis aus massivem Gold und Handarbeit ist und, oh, hey, du glaubst nicht, was im Inneren ist. Ein 3-geschossiges, historisches 5-Zimmer-Haus auf dem Gipfel eines schicken Gletschers. Sieht wackeliger aus als diese Verkaufsveranstaltung. Du bekommst deinen eigenen, privaten, kleinen Eisberg. Vorsicht, wenn du ihn erkundest. Eisbären spielen gerne Fußball mit Eierköpfen wie dir. Ich bin kein Eierkopf. Aber keine Sorge, halte nur ein paar Wochen durch, bis die Erderwärmung den Viechern das Leben schwer. Oh, und weil das Haus direkt an einem Abhang vor sich hintaumelt, würde ich in eine gute Hausratsversicherung investieren und einen Fallschirm. Diese Schneekugel kann 5 Generationen von Menschen und Haustieren beherbergen. Das ergibt eine schöne Weihnachtsszenerie. Tu es nicht für mich, tu es für die kleinen, armen, weisen und den übergewichtigen, bärtigen Typen im Norden und die unterernährten Elfen, die sich keine Vitamine zum Wachsen leisten können. Hol dir jetzt deine eigene kleine Szene des Winterglücks. 225 Donuts. Du kannst auch 225 Stinkefinger von mir haben. Die habe ich nämlich auch nicht. Genauso wenig, wie ich 225 Donuts zur Verfügung habe. Deswegen, ich würde sagen, besorg dir mehr Donuts. Ja, sehe ich gar nicht ein. Ich kann dir nicht verübeln, nichts zu kaufen. Du bist einer dieser seltsamen Typen, die es nicht ertragen, etwas Wunderbares zu schnell wegzuklicken. Das stimmt, das kann ich wirklich nicht ertragen.
Ärgert mich jedes Mal. Ärgert mich jedes Mal wieder aufs Neue. So. Was haben wir denn hier noch? Tippe Feiernde an. 75, das kriege ich hin. Lass Klites Termiten ernten. Und lass nicht einen Baum finden, der Jesus ähnelt. Viermal. Komm, olle Klitoris. Und feiern. Und so. Nett. Noch sein Bäumchen. Ein Baum finden, der Jesus ähnelt. Ja, und den dann bei eBay verkaufen sie wahrscheinlich. Ja? Lass Pessimisten ein Rentier. Brumm, brumm, brumm. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Pessimisten habe. Natürlich nicht. Hab nur 5 Stück. Brauche aber 8. Na klasse. Ein wahrhaft würdiger Moment für einen König. Oder das amerikanische Gegenstück eines Königs. Einen unfassbar reichen Geschäftsmann. Und jetzt mache ich einen Spaziergang durch diesen Haufen von Geld, so wie die scheußliche Trap-Familie. Bevor sie sich vor einem langen erwarteten Konzert gedrückt hat, für dessen Tickets einige von uns wochenlang kampiert hatten. Lass Monty Geldsack in Geld herumtoben. Geh toben. Holla, Geldsack. König. Gleicher Geschäftsmann. Arschloch. Los, geh toben in deinem Geld. Moment! Rentiere haben keine Flügel? Wir bringen sie den Schlitten des Weihnachtsmanns zum Fliegen. Und wie machen wir aus Nicht-Rentier Hot Wings in Buffalo-Style? Gegenstand jetzt platzieren oder in den Speicher legen? Ja, das wird jetzt platziert. Und zwar, nee, da nicht. Da ist kein Platz. Kein Platz. Kein Platz. So wie immer. Ich muss gucken, ich muss das alles hier irgendwie... Ich sag zwar die ganze Zeit schon, ich mach das dann irgendwann offline quasi... Ordentlich alles, aber ich hab's bisher nicht gemacht. Ich müsste mal, hab ich genug Kohle, oder 2 Millionen schon wieder, dass ich mal ein paar Grundstücke kaufe und das mal alles anständig hinsetze. Wo ist das ganze Rentierfleisch? Wie sich herausstellt, leben wir in einer Gegend, die nicht gut ist für die Rentiere. Aber laut Wettbüro gibt's in der Gegend Rentiere. Also los geht's. Warte, bis die Rennbahn Feierabend hat und dann heißt es BAM BAM. Rüste den Rentierburger-Truck auf Level 3 auf. Dafür brauche ich. Ach so, Exzentriker. Ja, 3 Stück. Ne, 8 Stück immer noch. Ich dachte, ich hätte das letzte Mal schon 5 Stück. Gemacht. Da habe ich mich wohl geirrt. Holst du hin? Nicht so weit. Nicht so weit weg, Mario. Ich muss ja nur hier hin. Ist ja gar nicht so weit weg hier. Können wir mal Segelspäne sammeln. So. Die Winterpreise, der Chocolate Shop kommt als nächstes. Was haben wir hier noch? Glied des Termiten und... Scheiße. Aber die Lache ist trotzdem cool. Von der Glitteris. Yeah. Kohle und Feiern. Und noch mehr Kohle. Und irgendwo noch ein paar Feiernde? Ne, ich glaube nicht. Was haben wir hier noch? Ach ja, Ned muss einen Baum finden, der wie Jesus aussieht. Oder der Jesus ähnelt. Ich bin immer noch der Meinung, dass er ihn danach auf eBay verkaufen wird. Dieser ganze Bauplan ist ein Zirkus. Und damit meine ich nicht einmal scherzhaft die 3 menagische Ansammlung dubioser Tiere. Wie Angry Ned berühmterweise in Ausgabe Nummer 6 sagte... Na warte du, Sonderzeichen, 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 Sonderzeichen. Noch viel mehr Sonderzeichen, immer nur die gleichen Sonderzeichen, noch mehr Sonderzeichen, noch mehr Sonderzeichen, Sonderzeichen. Grrr, errichte die Festung der Einsamkeit. Oh cool. Auf geht's. Die Festung der Einsamkeit. Für alle, die es nicht wissen,
Heim- und Rückzugspunkt von Clark Kent alias Superman bzw. Superboy, wobei ich nicht weiß, ob Superboy schon die Festung der Einsamkeit gehabt hat. Ich weiß es nicht. Also ich rede jetzt von den Comics, nicht von Smallville oder sonst irgendwas. Die halten sich sowieso nur, die basieren quasi nur auf den Comics. Die halten sich in der Regel da quasi überhaupt gar nicht dran. Krypto gibt's auch nicht in Smallville, den fliegenden Hund, und er kann auch nicht fliegen, und das ist mein Superman oder Superboy oder was auch immer. Alles. Alles Blödsinn. Und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein von mir für diese Runde. Vergesst nicht, mir einen Daumen da zu lassen, wenn es euch Spaß gemacht hat. Oder schreibt mir was in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao.